Kanonendonnern Soldaten marschieren. Wer erobert die Senftenberger Festung, wenn Sachsen auf Preußen trifft? Willkommen zum großen Festungsspektakel, hieß es am 21. und 22. Juli im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Die ursprünglich sächsische Festung auf heute brandenburgischem Grund. Von den Späßen des kurfürstlichen Hofnarren bis zum Feldlager der einfachen Soldaten. Traditionsvereine, Künstler und Handwerker ließen die Epoche des 18. Jahrhunderts auf dem Schlachtfeld und bei Hofe wieder aufleben. Drei Schaugefechte pro Tag, jeweils eingeleitet von Mörser und Kanonenschüssen. Doch neben dem Krawall der militärischen Vorführung gab's auch ein wenig Kultur. Barocke Festkleidung am Dresdner Hofe, Belustigung für Dienstleute im 18. Jahrhundert, zudem Marktstände und historisches Schauhandwerk. Alles in allem eben ein waschechtes Festungsspektakel.